Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Obscure 2. Nachdem wir letzte Mal vor dieser elends verbarrikadierten Tür bzw. verschlossenen Tür mit Stan rumgefummelt haben. Sorry für die Sequenz. Obwohl ich nicht genau weiß, wie ich das jetzt gemacht habe. Also mit dem Schneiden, ob das jetzt wirklich so elends lange ist. Aber ich habe ja eh ab einem gewissen Punkt gesagt, nö, das mache ich offscreen. Und ich habe es offscreen hingekriegt, zum Glück irgendwann nach 80.000 Minuten. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und wir wollen jetzt natürlich auch wissen, was dahinter sich befindet. Schauen wir doch mal. Fuck it. Dirty parasite. Warte mal, nehmen. Okay, das läuft doch schon mal super. Müssen wir jetzt mit Stühlen gegen Fatty Spider kämpfen? Komm hier hoch, oder? War doch hier. Komm hoch! Alter! Amy, wenn du nicht mitkommst, gehe ich ohne dich, ganz ehrlich. Ne, da gehe ich einfach durch die Tür und da kommt die AI mit. So, ganz einfach. Auch wenn die jetzt tierisch eins abgekriegt hat anscheinend. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz raus auf diese Oberetage. Um zu schauen, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oder können wir nochmal den... Können wir nochmal den den Scheinwerfer benutzen? Schauen. Wir haben nicht genügend Strom für den Scheinwerfer. Na, das sind doch mal rosige Aussichten, die wir hier einfach haben. Während es gerade laggt wie Sau. Sehr schön. So mag ich doch solche Spiele. Nö, machen wir einfach Tür auf, gehen raus und tun so, als ob wir nichts gemacht hätten. Wieso laggt es jetzt schon wieder? Gerade war noch alles in Ordnung. Aber guckt mal, wie schön die beiden dastehen. Und jetzt haben sich auch die haben sie nicht. Okay, alles klar. Mann! Ich habe keinen Speicherpunkt gerade. Ich kann jetzt nicht beenden. Ich kann jetzt nicht einfach unterbrechen. Frames, beruhigt euch bitte. Ansonsten müssen wir sehen, dass wir irgendwie klarkommen. Und wir werden euch alle hassen. Das sage ich euch jetzt schon. Ach, guck mal. Der Hass, das droht denen immer so ein bisschen. Da haben sie Angst. What the fuck? Okay, da ist ein... Der Speicherpunkt ist ja futsch. Ich frage mich gerade, ob wir, wenn wir am Anfang diesen Speicherpunkt nicht benutzt hätten, könnten wir den dann jetzt noch benutzen? Das wäre sehr, sehr interessant. Was ist denn hier? Moment, was ist hier? Ach, diese Plakette. Okay, Leute, ich muss hier kurz einen Cut machen. Das laggt mir zu sehr. So, ich hoffe, dass... Ja, das wird sich nicht beruhigen, erst einmal. This doesn't look like the bathroom door. Nobody's going to open if we don't knock. Wir nehmen That's okay with me. Den Baseballschläger. Jetzt haben wir zumindest einmal eine Waffe. Was mich allerdings nicht unbedingt positiver stimmt. Wir haben noch ein zweites Amulett, wie es scheint. Ach nee, eine Leuchtpistole, cool. Nee, doch, da ist doch noch ein Amulett. Jawohl. Ich wusste es. Medaillon. Hm. This guy was working for Delta Theta Gamma. It looks like there's a vacancy now. Hier liegt doch noch was, oder? Hat hier nicht gerade was geblinkt? Okay, dann müssen wir hier anscheinend durch das große Tor. Sollte mir möglich sein, etwas darauf zu stellen. Benutzen. Und hier kommen, benutzen. Rotiere das Medaillon, was?
Wieso? Ja. Wieso sollen wir jetzt das Medaillon rotieren? Moment, wenn wir so machen, passt es nicht. So könnte es passen. Switch. Ja, komm, passt doch. Ja, lass uns... Ach, wie? Meine Verwirrung kennt keine Ausdrücke mehr, aber ist okay. Wir müssen irgendwas... Wenn es dabei nicht so knackig laggen würde, dann wäre ich schon viel, viel glücklicher. Ich habe auch keine Lust, das jetzt nochmal zu spielen. Das ist gerade das Problem. Okay, Jetzt nochmal nachdenken. Ich würde sagen, so passt es. Hä? So. Und nun können wir hier noch das andere Amulett. Das andere Amulett, habe ich gesagt, einsetzen. Und müssen noch ein bisschen rotieren anscheinend. Hier, so. Okay, also meiner Meinung nach passt es so. Aber wenn wir switchen, müssen wir wahrscheinlich... Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade etwas überfragt. Ah nee, Moment, wir müssen so machen? Aber das haut doch dann hin, oder nicht? Dieses komische L da drauf zeigt, oder nicht? Wenn das nicht mit den Frames jetzt so abkacken würde, ohne Ende, dann könnte ich das auch genauer beantworten. Nee, wir wollen weiter mit der Story machen, aber ich möchte gerne das Ding abbrechen. Ich hab doch C gedrückt, was habt ihr denn immer? Nee, C. Schauen. Ja, schau dir doch mal die... Schau dir doch mal das verkackte Tor an. Die, in diese komische Tür wird etwas eingeritzt, aber sie ist verschlossen. Es ist zwecklos. Was? Es ist zwecklos zu versuchen, sie zu öffnen. Ja, weil wir dumm und klein und doof sind. So, Aber guck doch mal, es ist doch hier... Nee, hier ist doch so ein L. Oder nicht? Ich sehe nicht mehr durch. Meiner Meinung nach passt das super. Ach man, das ist unfair, Leute. Ich darf das doch sicherlich offen zugeben, dass ich das jetzt dezent scheiße finde, oder nicht? Guck mal, jetzt passen doch alle Streben, die da so reingehen. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Jetzt wollen wir aber dafür auch in das Tor rein. Guck mal, hier kommt ganz viel Nebel und so. Jetzt müssen wir nur... Halt die Klappe! Warte mal, gibt es hier auch so ein komisches Zeichen? Ja klar, hier, dieses Dreieck. Da ist es doch. So, und das müssen wir doch jetzt bestimmt ausrichten. Ja, wie gesagt, das Laggen ist, tut mir leid, Leute. Ich kann da jetzt erstmal nichts machen. Was soll ich da jetzt machen? Keine Ahnung. So, 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 so. Zurück, komm. So. Warte, noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Hallo?
Geht das Scheißteil überhaupt noch? Ja, wir hören Geräusche, aber wir sehen keine Bewegung. Finde ich super. Ach Mann. Okay, ich mache nur noch einen kurzen... So, da wären wir. Tür ist, glaube ich, offen. Okay, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Okay, wir haben gerade, ich hoffe, ihr habt das noch gesehen, wir haben das eine Symbol, haben wir fertig und richtig eingesetzt. Ja, schöne Scheiße, anscheinend ist das hier falsch. Nochmal kurzer Cut. Ja, irgendwie ist es offen. Ups. Und wir sind, im Spiel wieder. Shannon muss anscheinend atmen. Die Frames beruhigen sich jetzt anscheinend erst einmal nicht, aber bin ehrlich gesagt schon froh, dass wir irgendwie dazu kommen. Ich überlege bloß gerade, ob wir nicht dem NPC was geben sollen. Aber das geht anscheinend nicht richtig. Ist egal, Shannon, atme. This thing is going to give me a huge headache. Okay, hat sie hingekriegt. Sehr schön. Ja, Leute, die restlichen Minuten dieses Parts... Komm schon, komm schon. Leider kann Shannon dabei nicht viel tun. Außer sich von uns schlagen lassen, wie eine richtige Frau. Oh Gott. Ich bin selber eine Frau, was rede ich da? So, ja, in Zeitlupe sehen wir, wie Stan das irgendwie macht. Ich hätte auch noch, ich weiß, ich hätte auch noch diese Leuchtwaffe. Aua! Komm, hau das Vieh aber mal richtig. Bash es richtig weg, Mann. Komm. Komm. Können wir das nicht nehmen? Hallo? Aber wir haben diese verkackte Spritze nicht mehr. Und wir kriegen vor allen Dingen beide nur noch auf dem Zahnfleisch. Super geil. Okay, ich guck mal, ob ich ins Inventar und ihr die Waffe geben kann. Okay, anscheinend kann ich das. Gut. Nehmen. Irgendwas mit einem Symbol. Disk mit einem Symbol. Ein esoterisches Symbol, ein Hinweis auf die Vergangenheit dieser Bruderschaft. Ja. Mann, ich... Hier können wir nicht raus. Da können wir nicht raus. Ich gucke jetzt nur der Vollständigkeit halber nochmal, ob wir hier irgendwas finden. Okay, Gebüsche können wir anscheinend nicht fertig machen. Dann müssen wir durch die Tür. Wow. This fraternity building is huge. It looks like a ceremonial room. They're either megalomaniacs or they have something they're trying to compensate for. Und hier ist ein Speicherpunkt und den werde ich jetzt auch benutzen. Gott, ich habe mir gerade... Bilde ich mir das ein oder habe ich da gerade im Hintergrund was gehört? Was... Überspeicher. Hier, das Mausoleum. Das braucht doch kein Mensch. So, speichern. We'll have time for romance, okay? Oh ja. You mean a date without guns? That'll be strange. Also für alle, die das jetzt gerade nicht verstanden haben, weil keine Untertitel drin waren, er hat gerade gesagt, wenn das hier alles vorbei ist, werden wir Zeit für Romantik haben. Und sie hat gesagt, was, ein Date ohne Waffen? Das würde komisch sein. Und mit diesen glorreichen Worten, ich denke, es bedarf nicht mehr der ganzen Sache, verabschiede ich mich hier für diesen Part. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.